Game Boy Player, Game Freak. Drill Dozer. Hallo liebe Freunde, und zwar geht es heute los mit dem neuen Projekt Drill Dozer, hergestellt von Nintendo und Game Freak. Und ja, jetzt halte ich mal kurz meinen Controller unter den Tisch. Da oben habe ich schon mal wieder durchgezockt. Ist aber schon ein bisschen älter, der Spielstand. Kurze Einstellungen checkt. Machen wir direkt mal auf Stereo. Oh. Ist doch gleich was ganz anderes. Habe ich das wirklich auf Mono durchgezockt? Naja. Sieht so aus, als ob wir hier wären. Der rote Diamant, den die bösen Skulkers gestohlen haben, muss in diesem Versteck sein. Sie sind möglicherweise noch da drin, also pass auf dich da drin auf. Guillermo und ich werden hier auf dich dich supporten, also dich unterstützen. Ah, yeah. Ruf uns mit deinem Drill Dozer, wenn du in Schwierigkeiten gerätst. Macht keinen Sorgen, Crutch. Sie kann auf sich selber aufpassen. Yeah. Ding. Wow. Hallo? Hä? Wow. Bist du okay, Boss? Du musst in eine Skulker-Trap gefallen sein und in ein Loch. Funktioniert dein Drill-Dozer noch? Nein. Ist dein Drill-Dozer noch in einem Stück? Boss! Kannst du mich hören, Boss? Du bist immer noch in deinem Drill-Dozer drinne, oder? Was? Du bist da nicht? Wir müssen dich zurück zu deinem Drill-Dozer bekommen. Du kannst mich immer noch hören, richtig? Der muss dann irgendwo in der Nähe sein. Hopp wieder rein. Patscha! Es braucht schon ein bisschen mehr als das, einen Drill-Dozer außer Betrieb zu setzen. Hör doch nur, wie der Motor schnurrt. Ich habe ihn selbst gebaut. Ich habe extra jede Schraube und jeden Motor festgeschraubt. Er wird ihn nicht im Stich lassen. Du musst allerdings einen Weg zurückfinden. Ich kann ihn hier für dich reparieren am Trailer, also am Bus. Ah, Trailer ist eigentlich Trailer. Tu immer was auch immer das braucht, um wieder hier rauszukommen. Du bist tough, Boss. Zeig ihnen, woraus du geschnitzt bist. Dein Drill-Dozer ist immer noch am Arbeiten. So sollte er dir also Möglichkeiten, dort rauszukommen. Warum schaust du dich nicht ein bisschen um? So, und damit starten wir dann auch mit der Steuerung von Jill und ihrem Drill-Dozer. Jill ist, ja, gerade ein bisschen benommen,
stört uns aber jetzt so weiter nicht. Hier links ist nichts. So, der Drilldozer hat die Schürfel. Eigentlich muss ich das... Also dann kriege ich das nachher einfach weg, wenn sie es erklären. Der Drilldozer hat einen Bohrer. Kennt man aus vielen... auch Animes teilweise. Ich weiß ja nicht, ob ihr den Anime Tengen Toppa Gurren Lagann kennt. Spätestens dort könnte man rausfinden, wie übel Bohrer sein können. Ihr habt gerade schon gesehen, es gibt einmal Rechtslauf und es gibt Linkslauf von diesem Bohrer. Dieses, ich glaube, das sieht man sogar. Ja, zumindest, ja, das sieht man an dem Bohrer. Derzeit, wenn ihr da oben mal hinguckt, da wo Jill jetzt gerade hinguckt, dort seht ihr ein Zahnrad. Dieses dreht sich, sobald wir den Motor einschalten. Daneben ist unsere Lebensanzeige und unser Rucksack. Der Rucksack ist eher weniger wichtig. So, wir haben dann gleich die Steuerung. Wir können uns mit B, können wir uns aus dem Drilldozer rausbewegen und uns umgucken. Nach oben, na, zur Seite funktioniert nicht wirklich, nach unten, um dort halt die Map zu überschatten. So, für mehr ist B eigentlich auch fast nicht da, außer dass der Bestätigungs-, also der Action-Knopf ist. So, mit A können wir springen. Wer hätte das gedacht? Es ist ein Nintendo-Spiel mit Game Freak Incorporation und wir können auf A springen. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Mit runter können wir uns in unseren Drilldozer verziehen. Drücken wir darauf die A-Knopf, können wir so einen Dash machen. Der tut zwar nichts, sieht aber stylisch aus. Und, gucken, ob ich das hier so mal demonstrieren kann. Nee. Normalerweise geht dieser Dash immer über Kanten hinaus. Er ist immer geradeaus. Eigentlich geht er gar nicht rauf und runter. Also rauf schon, aber auch runter geht er eigentlich gar nicht. So, noch mehr zur Erklärung gerade. Nein, Steuerung habe ich soweit. Drill rechts gelegt. Ach genau. Wir können den Drill halt mit rechts starten. Also zum Beispiel jetzt. Oder wir können auch mit links starten. Drehen wir den Motor dann plötzlich um. Also heißt, wir machen den Rechtsdrill an und schmeißen, während wir den Rechtsdrill benutzen, den Linksdrill dazu. Haben wir einen kleinen Schubser nach hinten. Auch interessant ist eigentlich, dass unser Drilldozer hier zwei Arme hat, diese aber dann in dem Drehen dann zu einem vereinigt. So, weiter geht's. Jetzt kommt das nette kleine Tutorial. Drücke R oder L, um deinen Bohrer zu drehen. Drücke und halte R oder L, um deinen Bohrer auf die maximale Stärke zu bringen. Du kannst ebenfalls über und unter dir bohren. Versuch es doch aus. Das Ganze sieht dann so aus oder aber so aus. Unter uns geht halt schlecht, weil sobald der Bohrer irgendwo und nicht an nichts geht, ankommt, hört er dann auf, zumindest beim unten. Und so können wir halt hier diese komischen Wände aufbohren, als wären sie aus Papier. Ah, Zerstörung. Jawohl. Und wir kommen weiter und immer weiter wird hier. Hier wird gebohrt bis zum Umfallen. Jawohl. Gehen wir also weiter. Unser Auftrag hier ist ja jetzt gerade auf B zu drücken. Klingelt das eigentlich noch einmal? Naja, wir sind jetzt innerhalb des Skalka-Verstecks und wir sollen halt auf Fallen aufpassen. So, dann bohren wir uns hier noch ein bisschen weiter durch, könnten uns hier diese Zettelchen angucken. Steht aber eigentlich nur unnützes Zeug drauf. Diese Chips, die da gerade rausgeflogen sind, stellt später unser Geld dar. Können wir uns halt Upgrades verkaufen für unseren Bohrer. Und schon wieder werden wir gerufen. Hey Jill, lass mir dich etwas über die selbst reparierenden Barrieren vor dir erzählen. Sie haben die hier überall benutzt. Selbst reparierende Barrieren? Worüber redest du? Ich sag, dass diese sich selbst reparieren können, selbst wenn sie angebohrt werden. Du musst deinen Drilldozer upgraden, damit er die Drehzahl erreicht, um den höheren Gang zu schalten. Glücklicherweise liegt da hinten eine Gangbox vor dir. Staubgang. Gier? Staubgang. Aber einfach jetzt Gänge.
Schau nach der dicken, fetten, roten Box. Diese da, wo vielleicht ein dicker, fetter Bohrer drauf ist. Oh, ist das hier schwer zu bohren. Bohren wir also diese Kiste an und was finden wir? Ein Zahnrad. Second Gear. Somit haben wir jetzt den zweiten Gang freigeschaltet und Jill ist immer noch benommen. Okay. Oh, jetzt wird das auch noch erzählt. Okay. Um in den nächsten Gang zu wechseln, musst du eine Menge Power in deinen Bohrer stecken. Wenn dein Bohrer sich am Drehen ist, drücke die R-Taste im richtigen Moment, um hochzuschalten. Genau jetzt. Wenn du das Shift absiehst, drücke R noch einmal. Ja, wie auch immer, nochmal erzählt. Ja. Und jetzt einmal ausprobieren. Boom, hochgeschaltet. Heißt einfach nur, eigentlich ist das eine ziemlich doofe Erklärung. Ja, es ist halt eine sehr starke Waffe und dass wir die Help und Select finden können. Weil gut, wir haben hier einen Rechtsdreher, den wir jetzt auf Gang 2 schalten können und der ein bisschen länger bohrt und auch ein bisschen kräftiger. Das Ganze funktioniert aber auch mit L. Da müssten wir aber dementsprechend natürlich auch mit L hochschalten. Naja, auf jeden Fall jetzt mit 1 sehen wir da unten. Mit dem ersten Gang kommen wir da nicht durch. Allerdings, wenn wir in den zweiten Gang schalten, hat das Teil schon eine Menge mehr Power und wir kommen da locker durch. Ja, genau. Genau, was ich ja gerade gesagt habe, da kamen wir ganz locker durch. Eine Tür, die können wir mit B betreten. Yeah, kratzen niemals. Warum fängt das heute schon so an? Ich weiß auch ehrlich gesagt noch gar nicht, wie lange ich jetzt heute aufnehmen werde. Ich mache aber jetzt mal eben kurz nochmal eine Pause, guck, ob alles soweit läuft und trink was, weil ich habe kratzen niemals. Es gibt auch gesagt. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe alles nachgeprüft. Es funktioniert alles. Das Kratzen ist soweit behoben. Wir könnten jetzt hier in diese Lautsprecheranlage reinhören, da wird halt erzählt, ey, jemand ist mit einem Drilldozer eingebrochen. Gegner! Die bohren wir alle direkt mal weg. Diese ersten Gegner halten nicht wirklich was aus, also da reicht ja nicht mal der erste Gang. Der schaltet, geht ja nicht mal auf Hochtouren, wir wollen nur einmal antippen. Die sind weg. diese roten Kisten mit dem Schraubenschlüssel drauf. Da ist meistens Energie drin. Das ist zum Beispiel ein Energy Orb. Füllt, meine ich, die Hälfte von der Energie oben nach. Und ja. Es können aber auch Chips drin sein. Also wie die Chips, die wir vorhin gefunden haben. Wenn ich am Bohren bin, ich zeige das jetzt hier nochmal, und beim Ende bohren weiter nach vorne drücke, kriege ich einen kleinen Schub in diese Richtung. So, schalten wir den mal aus. Gucken wir mal, was hier unten alles ist. Um euch mal das nach unten bohren zu zeigen. So, da sind zum Beispiel jetzt ein paar Chips drin. Ein paar größere, ein paar kleinere. Oh mein Gott. Ja, ich weiß. Das da vorne sind super starke Blöcke. Da komme ich selbst mit meiner ganzen Bohrpower nicht durch. Also der hier nicht. Und dieser da oben auch nicht. Wären halt noch ein paar Chips oder so drin. Kann ich da hingucken, was da unten noch alles ist? Nee. Naja, kommen wir auf jeden Fall noch nicht dran. Und durchbohren. Ah, man merkt schon. Bewegt dich. Man kommt immer schlechter durch. Ah, das Material wird überall immer härter. Und ja, aber dank unseres zweiten Ganges kommen wir da doch noch so halbwegs ordentlich durch. So, da habe ich gerade mal wieder ein paar Controller-Probleme. Obwohl ich ja sagen muss, dass ich habe mir extra für das Let's Play zum Mystical Ninja einen PlayZ 3 Controller gekauft. Von Hama. Dieser funktioniert allerdings nicht so gut, weil er hat leider, was ich irgendwie betiteln muss, die Angewohnheit, in eine Richtung festzuhängen. Und das ist bei einem so empfindlichen Spiel wie dieses, wo man manchmal auf Plattformen steht, die vielleicht 2 mm dick sind, nicht gerade vorteilhaft. So, jetzt haben wir uns ein bisschen durchgebohrt, jetzt rufen sie schon wieder an, ist halt das erste Mal.
Ja, was ist das denn für eine verrückte Fabrik hier und bla und... Naja, auf jeden Fall, wir finden unseren Weg hier durch. Hier ist nochmal ein Block, der richtig was aushält. Und da vorne haben wir... Ach ja, das haben sie gerade auch erklärt. Diese Dinger, da können wir uns reinbohren. Und solange unser Bohrer funktioniert, werden wir mitgezogen. Das heißt, wenn uns irgendwann die Bohrpower ausgeht... Ups, habe ich vergessen, nach vorne zu drücken. Fallen wir runter. Okay, weiter geht's. Und da sind schon die nächsten Gegner. Und Shift up. Jawohl. Habe ich es überlebt? Naja, überlebt. So, hier haben wir jetzt gerade mehrere Wege. Einmal hier diese Tür. Oder hier oben. Da vorne ist so eine Kiste, die ich ganz gerne haben will. Und ich geblitzt wurde. Ich dachte, das reicht, wenn ich einfach nur nach vorne drücke, um nach oben zu kommen. Aber anscheinend nicht. Bauen wir den Gegner da oben noch an. Lassen wir es treffen. Hier oben ist noch eine Tür. Und hier hinten... Oh mein Gott! Noch eine selbstreparierende Tür. Oh, und die ist hart. Oh. Oh, da kommen wir nicht durch. Ja, wir sind hier voll gesperrt. Ha, gehen wir mal unten in die Türe, weil ich weiß aus Erfahrung gerade, dass die obere Türe der Ausgang von dieser Türe hier sein wird. So, erstmal die Kisten. Ich öffne prinzipiell immer alles hier, damit ich so viele Chips wie möglich bekomme. Wie gesagt, die zählen nachher als unser Geld. Und Geld kann man in keinem Spiel irgendwie genug haben. Oder selten. Zumindest nicht, wo man sich wirklich was Konstruktives dafür kaufen kann. Ich rede jetzt nicht so von Zelda, wo man sich mal eine Bombe oder so kauft. So, da vorne sieht die Wand ziemlich marode aus. Bohren wir uns rein. Und Chips drin. Also wenn die aussehen, als ob man sie anbohren könnte, die sind auch anzubohren. So wie jetzt das da unten. So, und da reingebohrt. Und da oben sehen wir schon, oh mein Gott, noch eine Bohrerkiste. Bohren wir uns da direkt mal rein. Und was haben wir hier? Den dritten Gang. Third Gear. Jetzt wird sich schlagartig die Musik ändern. Wie ihr vielleicht schon hört. Und jetzt haben wir damit die höchste Power des ganzen Spiels. Warum die jetzt auch mal zittern da oben? So. Weil normalerweise, was ich auch recht interessant finde, achtet mal drauf, wenn ich im ersten Gang bin, dreht sich nur einer, wenn ich im zweiten bin, wenn ich im dritten bin, wird sich das halt jeweils ändern. Ein dreht sich, zwei dreht sich, drei dreht sich. Der dritte Gang ist ziemlich interessant, einfach schon alleine, weil der geht unendlich lange, der dreht sich so lange durch und mit einem Mega-Speed. Das einzige Problem ist halt, man muss ja öfter mal springen und sobald man springt, wird der Drill abgestellt. Boah, so eine doofe Wand, verzieh dich! Und wir sind durchgekommen. Jawohl, und da erzählen sie uns gerade, dass wir mit unserem Bohrer auch Projektile abwehren können. Und dritter Gang. So, wie jetzt bei... Ups. Moment. Da. Dieses Projektil prallt halt als unserem Dreher... Bohrer ab. Und zackig. Das würde jetzt natürlich auch alles genauso gut funktionieren, wenn man mit dem Linksdrall benutzen. Also um hier durchzukommen, das wäre gar kein Thema. Ich persönlich bin aber ein Rechtshänder und von daher lasse ich das auch meine rechte Hand erledigen. Da muss man kurz aufpassen, weil unser Bohrer ist nicht oben an unserem Gesicht und das war ziemlich auf Kopfhöhe, das wäre ein Headshot geworden. Hui. Hui. So, an diesen dicken kann man sich halt auch festbohren, die kleinen sind halt eher so, weiß ich nicht, Stördinger. Die sind halt mehr im Weg als alles andere. Hier kann man sich halt auch richtig mal reinbohren. Und die anderen springt man immer nur so schnell. So. Und ich noch fertig. Uppa. So, und rein da. Da ist schon wieder ein bisschen Energie. Oh, wir haben ja sowas abgekriegt. So,
Ich brauche mich mal hier. Ah doch, durch den Metallblock. Kommen wir auch mit dem dritten Gang noch nicht, kann ich ja mal demonstrieren. Ja, also der dritte Gang, der kommt selbst da nicht durch. Da brauchen wir wohl ein Upgrade. Und diese Blöcke hier, die dicken, die halten auch echt viel aus. Da braucht man, ups, auch schon den dritten Gang. Ich glaube, mit dem ersten Gang wird man sich da tot bohren. Okay. Jill ist halt auf dem Weg durch diese Skulkers-Menschen hier. Diese schöne Fabrik. Yeah. Und ja, jetzt kommt der scheiß Ding wieder runter. Und bam! So, ja. Achso, wer sich jetzt interessiert, mit was für einem Controller ich spiele, es ist ein Speedlink-Controller. Den habe ich schon recht lange. Das Problem ist einfach nur, bei ihm kannte ich die N64-Spiele nicht wirklich spielen. Oder zumindest, ich kann sie schon spielen. Aber schlecht Let's Playen. Einfach aus dem Grund. Er quietscht wie die Hölle. Zumindest mit den Analogsticks. Dafür ist allerdings bei ihm das Pad präziser. Also das Touchpad. So, also Steuerkreuz. Genau, das kann man nicht drauf. Das war jetzt ein großer Energietank. Der hätte uns, glaube ich, anderthalb Mal unsere Leiste aufgefüllt. Aber, naja. Bisher können wir ja nicht mal mehr wie einmal unsere Leiste besitzen. So, gehen wir mal weiter. Da habt ihr gerade gesehen, das war der Raum, wo wir ganz am Anfang in diese Falle gefallen sind. Und die Musik ist weg. Oh mein Gott, was wird jetzt passieren? Da ist ein Panzer. Oh mein Gott. Und er schießt mit Raketen. Und lässt sein Loch da vorne laufen. Jawohl. So. Auf jeden Fall, Gegner ist recht einfach erklärt. Er schießt seine Raketen. Lässt danach aber sein Kanonenrohr offen und da können wir halt gechillt reinbohren. So, und das war's auch schon wieder mit diesem Panzer. Unserem ersten kleinen Boss. Und die Musik spielt weiter und wir kommen durch. Jawohl. Ja, jetzt erzählen sie gerade, dass man den Bohrer auch in die andere Richtung drehen kann. Das hier ist eine Bohrervorrichtung. Wenn ich diesen Bohrer halt jetzt betätige, kann ich damit hinten dieses Tor öffnen, wenn ihr das seht. Gerade wahrscheinlich, naja, da ihr das Video seht. Wahrscheinlich, wenn ihr nur meine Stimme zuhört, habt ihr es jetzt nicht gesehen. Und jetzt, oh mein Gott, hier komme ich nicht durch. Ah. Aber da vorne ist eine schicke Wand. Und damit machen wir, so nett wie wir sind, mit dem Linkslauf das Tor wieder zu. Jawohl, alles zu, wir müssen los und weiter geht's, weil damit hat sich auch automatisch dieses Ding hier runtergefahren. So, weiter geht's. Oh mein Gott. Ah, wir haben es zurück nach draußen geschafft und jetzt werden wir wieder eingesammelt.